Das war ein Handscanner. Diese spezielle Stelle schien bei den Vögeln beliebt zu sein. Das Bodensiegel zeigte meinen Kumpel Joey, genau wie er aussah, als ich ihn damals als Anführer hier zurückließ. Was ist dein Problem? Dein Gesicht zum Beispiel. Wie bitte? Würdest du nicht wie ein Trottel zu Boden starren, hättest du mich bemerkt. Wie war noch gleich dein Name? Ich bin deine Mama. Was? Wohnst du hier? Sehe ich so aus? Ich bin nicht von hier. Vielleicht sehen hier alle so aus wie du. Ja, und wie sehe ich aus? Nach Ärger. Geh einfach weg. Weißt du, wo ich Joey finde? Oh, nein, du Spinner. Es heißt, er ist in den Gap gegangen oder übers Meer davongesegelt. So oder so hat er uns alle hier im Stich gelassen. Gefällt es dir hier nicht? Es fehlt definitiv etwas Farbe, oder nicht? Was geschah, nachdem Joey wegging? Oh Mann, der Rat regiert jetzt die Stadt. Kennst du jemanden namens Graham Grundy? Nee, klingt wie ein Depp. Wenn das so ist, möchte ich mich vorstellen. Graham Grundy. Überrascht mich nicht. Ich lass dich dann mal weiter deinen Kram machen. Oh, echt? Ich werde dich vermissen. Ja, ich hab zu tun. Hey, du Spinner, was ist deine Lieblingsfarbe? Was? Hörst du schlecht? Was ist deine Lieblingsfarbe? Blau. Uncool. Aber du trägst... Egal. Tschüss, Handtasche. Bis dann, Rucksack. Du checkst es nicht. Offenbar war nicht jeder in Union City ebenso höflich wie glücklich. Den Lift zu rufen, der bereits da war, bewirkte nichts. Nicht weiter überraschend. Jemand hatte Farbe auf dem Boden verschüttet. Der Putzroboter konnte schwere Wassertanks transportieren. Die Tasche war voller Farbflecken. Offenbar hatte hier jemand vor, etwas zu malen. Da sie keine Handscanner hatten, waren sie wohl für Droiden gedacht. Beginne Sprühvorgang. Bitte zurücktreten. Wassertank leer. Beginne Auffüllung.
Auffüllung beendet. Verzeihung, Bürger Graham. Das ist nicht Ihr Zuhause. Verzeihung, Bürger Graham. Das ist nicht Ihr Zuhause. Verzeihung, Bürger Graham. Das ist nicht Ihr Zuhause. Moment! Ich kenne diesen New Chip. Meine Güte! Ist er das wirklich? Ja! Master Graham, Sie sind zurück! Wie wunderbar! Guten Tag. Ich werde Madame und Ihren Gast informieren, dass Sie da sind. Sie wird sich so freuen. Nein, nein, das ist nicht nötig. Sie wird überglücklich sein, dass Sie endlich wieder zurück im Schoß der Familie sind. Verzeihen Sie die Störung, Madame Songbird. Es ist Master Graham. Was ist mit ihm, Chipworth? Es scheint, er ist wieder da, Madame. Aber das ist ja wundervoll! Oh, Joey, sei Dank! Mein lieber Mann ist zurück! Ah, ich hatte gehofft, Sie zu treffen, Mr. Grundy. Mentor Alonso, Wohlergehensministerium. Ich bin hier, um einige Unregelmäßigkeiten zu überprüfen. Graham möchte sich wohl nur eben etwas frisch machen. Ich zeige Ihnen derweil mein Kudos-Register. Ich weiß nicht, wer du bist, aber wir beide haben gerade ein Riesenproblem. Und jetzt solltest du den Mentor überzeugen, dass du Graham bist. Ja, klar doch. Ich halte ihn hin. Und du, komm erst raus, wenn du genug über Graham weißt, um als er durchzugehen. Keine Sorge. Ich krieg das hin. Ich war mir nicht sicher, wo ich da reingeraten war. Doch wenn ich irgendwen überzeugen wollte, dass ich Graham war, musste ich mehr über ihn wissen. Arbeit, Familie, Geisteszustand. Der Mentor konnte alles Mögliche fragen. Es gab hier überall Informationen über Graham. Ich musste mich einfach nur umsehen.